Ja, und hallo und herzlich willkommen wieder hier mit Urbexen, mit Melanie und Alex. Heute hier mit der Cabin in the Woods, mitten in einem Waldstück, in the middle of nowhere. Ich mache mal einen 360er. Man sieht von Bäumen und alles umgeben, Büsche, steht dieses verlassene Häuschen. Ja, Häuschen kann man es ja nicht mehr nennen. Aber tatsächlich hier mit Solarkollektor drauf. Aber wie wir sehen, das sieht schon ziemlich verlassen aus. Mal dem ersten kaputten Fenster näher an hier. Ist quasi die Garage. Zumindest was gerade nur vorne war. Ah, Regenrinne sollte man vielleicht mal reparieren. Sieht jetzt nicht mehr ganz so gut aus. So, wie man sieht, hier geht es noch weiter in den Wald hinein. Und hier der schicke Terrassenbereich. Ich nehme euch mit auf eine kleine Roomtour. Vorsichtsstufen. Erstmal hier nur in die Garage rein. Scheint wohl auch eine Werkstatt gewesen zu sein. Die Werkbank, wo die Menschen gefoltert wurden. Nein, natürlich nicht. Quatsch. Ich erzähle mir das. Landwirtschaftliches Gerät. Irgendwo sollte man die Weiden auch pflegen. Alter? Nee, natürlich nicht. Quatsch. Natürlich nicht. Ah, hier eine schicke runde Bank. Oh, im Sommer garantiert schön hier zu sitzen. Wäre es in einem deutlich besseren Zustand. So. Die Türe ist zu, na das ist aber doof. Hat der Haus ja tatsächlich abgeschlossen. Oh, das ist aber schade. Das ist aber schade. Ja, mit den Glassteinen siehst du natürlich nicht rein. Und das Licht brennt. Mhm. Guck mal einmal an, das Licht brennt. Da unten ist die Tür ausgehangen, das sind vielleicht schon drüben und, hier runter. Nee, hier kannst du auch runter irgendwo. Hier? Nee, können wir nicht. Oder? Dann könnte man das auch eine Türe. Aber man geht von der anderen Seite, geht man rein. Ja, aber es ist, glaube ich, geschickter, wenn du. Von der anderen. Nee, nee, von der Seite. So, hier wurde auf jeden Fall vegetarisch gegrillt, wie man sieht. Ja, für den Grünzeug. So, mal an meiner Frau vorbei. Gehen wir mal über die andere Seite, mal gucken, ob wir da einen Weg noch hineinfinden. Dieses schicke kleine Häuschen. Hier noch ein Heizöltank. Ja, wenn man hier mitten im Nirgendwo sein Häuschen hat, muss für alles gesorgt sein. Hast du gesehen? Solarzelle. Ja. Sehr
sehr fortschrittlich gewesen. So. Hier nochmal das Garagentor. So. Das ist da was auch noch. Gehen wir hier mal durch das Dickicht. Zaun ist keiner vorhanden. Also gehen wir da mal. Das ist schon eine Art Weg. Yes. Ich habe gerade mal gucken, was meine Frau da entdeckt hat oder auch nicht. So ist wieder Garage, Idiot. Bereich. Mit einer Treppe zum Attic hoch. Vielleicht kommt man auch da ins Haus rein. Treffer versenkt. Würde ich sagen. Ja. Leider sieht es sehr stabil aus. Da werde ich auf jeden Fall nochmal hochgehen. Jetzt bräuchte ich natürlich Licht. Ups. Nö, geht. Geht. So, hier ist es sehr dunkel. Die Küche. Da sind noch sogar Lebensmittel. Das heißt, da wurde auf jeden Fall mal was gerodet für länger. Sieht eine richtig kleine Übernachtungsstätte, wenn man quasi seine Tiere hatte oder Landwirtschaft betrieben hat, hier oben, würde ich mal sagen. Ja, wenn es das offen ist, wird auf jeden Fall gelüftet. Ach, wer kennt's noch? Mit einer Wählscheibe zu telefonieren. Alle mal den Finger heben. Mal weiter. Hier noch Kleidung. Ja, wir müssen noch Bilder machen, das ist klar. Ah, noch hier schön mit Holz oben. Alles gehortet für längere Übernachtungen hier auf jeden Fall. So schaut es zumindest aus. So. Hier nochmal ein Schlafraum. Also es war auf jeden Fall für mehrere Personen hier ausgelegt. Hier sehe ich jetzt gerade gar nicht, wo ich entlang gehe. Da war. Okay, da war eine Türe im Weg. So, hier ist das Badezimmer. Mit einer schönen. Hier. Oh, ist aber eine wirklich. Nee, baden kannst du damit nicht. Nee, da kannst du nur duschen. Oh, hier sind die Glasbausteine wieder. Ah, alles klar. Hier, Föhn zum Haare trocknen. Was bin übrigens ich? Hallo? Durchs Dunkel durch. Moment mal, ich will die Tasche rausholen. Ja, holen wir mal die Tasche raus. Ach, hier geht's ja weiter nach oben, oder? Das will ja. Dann Stockbooster. Ja, eine Kamera. Das Licht wäre schon hilfreich. Was ist das? Ich will ja rein. Ach, du willst da rein? Ja, ich will da ja auch noch ein Bild machen. Ja. So. Und dann geht's weiter. Hier. Nach oben sogar mit Marmor gemacht. Okay.
Orange, das ganz helle. Ja, ganz helle. Scheiße, da siehst du nichts. Nee, siehst du auch nichts. Du musst punktuell das machen. So. Gib mir mal bitte das Ding her. Ja. Das passt mir nicht. Ich muss hier alles drauf hin. Du wirst nicht können. Das werden wir sehen. Nicht können, da hätte ich dann noch Licht machen müssen. Aber natürlich habe ich alles drauf bekommen. Wie konnte er daran zweifeln? Ja, dieses Haus war ein Tipp von anderen Urbexern. Leider gab es, wie gesagt, überhaupt nichts über die Story von dem Haus. Wir gehen davon aus, dass das einem Viehzüchter gehört hat, der da öfter übernachtet hat. Hier haben wir nochmal einen Unterstand, etwas unterhalb von diesem Hütchen. Und da waren wohl die ganzen Traktoren und Landwirtschaftsfahrzeuge untergebracht. Gehen wir mal runter. Nee, so viel dazu. Das sieht eher wie eine Stallung aus. Futtertrog, Trinktrog. Sich in der Tor Nummer 1. Gar nichts, weil ich sich aufkriege. Hier ist aber offen. Reingelinst hier. Hier haben wir schon mal ein Kennzeichen. Raus. Anhänger. Naja, scheint einen Platten zu haben. Allerdings ist der Platten nur unten. Ein Glück. So, hier ist ein MAN-Tracker. Gleich als Fotospot herhalten dürfen. Und auch hier nochmal ein Trecker mit Anbau. Und hier auch noch ein paar Maschinchen. Hier sind wir ein bisschen weiter vorher im Waldstück. Und da das ja ein Naturschutzgebiet ist, werden wir hier mal gucken, was da dran steht in diesem eingezäunten Bereich. Zurück durch den Wald. Eine gesehen. Ich habe noch nie eine gesehen. Ja, jetzt siehst du eine, Schatz. Guck mal eine an. Wie cool. Die werden aber nicht größer, oder? Ich will die auch nicht, dass ich die erschrecke. Ich will die nicht antun. Ja, die Angst. Ja, die Angst. Ey, wenn ich gleich aufgelatscht wäre. Oh. Ich dachte mir schon gerade, ein Regenwurm, weil es eine Blindschlange hier, meine Damen und Herren. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und falls ja, lasst doch einfach ein Abo und einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal.